Der Sommer war da und darauf hatte der Tod nur gewartet. Dieses Mal würde er ihm nicht entkommen. Er würde den verdammten Sommer töten, jawohl. Seit Anfangs 90er, wo Musik und Mode viel durchmachen mussten, schleicht der Tod im Sommer umher auf der Suche nach seinem Kern, um diesen zu vernichten. Der Tod mag es dunkel und modrig und er hasst Wärme und Kinder in Planschbecken und kurze Hosen und Sonnenbrände, ja die Sonne im Allgemeinen und diese blöden Flipflops! Fauchte er vor sich hin, als er mühsam mit schwerem Gange durch den Sand der Badeanstalt Sembach wartete. »Und dieser blöde Sand«, maulte er. Ja, der Tod hatte es wirklich nicht einfach, vor allem aufgrund seiner physischen Beschaffenheit, die da lediglich aus Knochen und einem mottenzerfressenen Umhang bestand. Denn eigentlich hatte der Tod ja gar nicht so ein großes Problem mit dem Sommer. Nein, eigentlich war er einfach nur neidisch. Schon oft hat er heimlich in seinem Hobbykeller versucht, diese Flipflops anzuziehen oder auch mal eine Badehose, ja gar ein Bikini und ein trendiges Tanktop. Aber jedes Mal, wenn er sich dann im Spiegel betrachtete, dachte er, »Das sieht bei mir einfach scheiße aus! Dabei ist das schon Size Zero!« Und so zog er den geblümten Stofffetzen wieder aus und schwor bei der Frisur von Schilberg Rest, dass er den Sommer dieses Mal töten werde. Als nächstes sei dann gleich ich an der Reihe, weil ich hier so einen Quatsch über ihn schreibe. Der Tod war mittlerweile auf einem Open-Air-Festival angekommen. Dieses Kriegsgebiet hatte er bis anhin stets gemieden. Aber nachdem er dieses Jahr nun alle Register ziehen wollte, um den Kern des Sommers zu finden, blieb ihm wohl oder übel nichts anderes übrig. Wäre er an einem Metal-Festival gelandet, wäre die Sache wohl halb so schlimm herausgekommen. Aber mit schwarzem Umhang am Frauenfelder Open Air, den bunten Gelfrisuren Yo-Yo-Baggy-Pants-Mecker schlechthin, der Tod musste allerlei über sich ergehen lassen. Er wurde von lallenden Meuten herumgeschleudert als Vorderradaufhängung für ein Bierfass missbraucht, von mehrsäulefrisurigen Schippi-Prinzen mit Pescafritz vollgespritzt, von kreischenden Teenie-Hühnern fast taub, von der neuzeitlichen Musik, die aus allen verdammten Bacardi-Doms und Alpenrock-Hütten dröhten, fast wahnsinnig, geriet aus Versehen in ein Sangria-Wetttrinken, woraufhin er erst am Morgen wieder in einem Zelt neben einem sehr hässlichen Weib aufwachte, um seinen Weg fortzusetzen. Doch als er dann die hübschen Mädchen sah, die den gleichen Bikini trugen, wie er ihn im Keller probiert hatte, und das einfach unheimlich gut aussah, da gab es ihm den Rest. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Mitleid mit dem Tod, deshalb habe ich als Autorin entschieden, dass der Tod jetzt alles niedermetzeln darf. Und so metzelte der Tod alles nieder. Er rieß das ganze elende Open-Air-Frauenfeld in den Tod, woraufhin es viele traurige Eltern gab, aber das war dem Tod egal. Der Tod dachte nach, wo könnte der Kern des Sommers sich noch befinden? Vielleicht in wärmeren Breitengraden, dort, wo doch immer Sommer ist. Und so musste der Tod zum Flughafen, wo schon wieder jede Menge neue Probleme auf ihn warteten. Bei der Passkontrolle dauerte es ewig, dann war sein Handgepäck zu schwer und zu guter Letzt schmeckte auch das lausige Sandwich, das es bei Iberia lediglich gab, nach verfaulter Pampelmuse. »So ein verdammter Quatsch!« fluchte der Tod und ärgerte sich wieder sehr über die Dinge, die ich ihm hier gerade antue. Aber das mit der Pampelmuse ist ja wirklich nicht auf meinen Mist gewachsen. Der Tod landete also in Peru. Er stürmte aus dem Flieger und schrie, »Sommer, wo bist du?« Ein kleiner, eingeschüchterter Peruaner antwortete ihm, »Kinder bueno, muchachos, el Caribe, donde es el baño, mojito, hablan, paella, singular, con carne.« Nun, die Autorin, also ich, spreche leider kein Spanisch, deshalb ist das vermutlich ziemlicher Unsinn, was der Peruaner hier rauslässt, aber sinngemäß meint er, wir haben hier Winter. »Aber es fühlt sich doch wie Sommer an, ich sehe keine einzige Schneeflocke«, entgegnete der Tod. »Me gusta, Polo, Trabajo, Rafael Nadal.« Ja, wir haben hier wieder dasselbe Problem. Wir imaginieren jetzt einfach, dass er gesagt hat, »Hier in Lima ist es nun mal immer warm, aber der Sommer kommt erst in einem halben Jahr wieder.« »Ich bin nicht umsonst gekommen«, antwortete der Tod. »Ich werde hier bleiben und auf ihn warten.« »Abferkelstation«, stimmte ihm der Peruaner zu. Doch nach ein paar Monaten passierte etwas sehr Unerwartetes. Der Tod starb an einem Herzinfarkt. Zu unserem Glück, denn denken Sie nur, der Tod hätte sein Ziel erreicht, dann wären wir jetzt alle ohne Sommer dagestanden. Außerdem wäre ich als nächstes dran gewesen. Ich habe schon einen Totentanz gesehen. Ich musste ihm einfach zuvorkommen. Ja, und wie das dann jeweils halt so ist, wenn man seinen Protagonisten sterben lässt, dann ist die Geschichte meist auch abrupt zu.